Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich wenige Monate vor der Bundestagswahl der neu heraufziehenden Diskussion über Steuererhöhungen deutlich entgegengestemmt. Mit Blick auf die Zeit nach der Wahl sagte Merkel am Montag in Potsdam: Und so wie wir vor der letzten Wahl deutlich gemacht haben, dass wir eine Mehrwertsteuererhöhung ins Kalkül ziehen, sagen wir diesmal ein klares Nein. Es wird keine Mehrwertsteuererhöhung mit mir geben. Auch ein Sprecher von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück äußerte sich skeptisch zu kurzfristig höheren Steuern.